Und es geht weiter mit Let's Play Fürst der Finsternis. Und ja, wir sind nun eingesperrt worden und es scheint, als ob Kate ein Verräter ist. Aber vielleicht, ja, scheint wohl echt so zu sein. Mal gucken, wie sich das noch so weiterentwickelt. Mach die Tür auf! Ich würde es allerdings auch begrüßen, wenn sie wieder aufmachen. Ja, was ist mit dir los? Tut mir leid, es geht nicht. Er hat uns verraten. Was für eine Überraschung. Nein! Bitte, Kate, sag, dass das nicht wahr ist. Es war doch klar, dass wir nicht für immer Freunde sein würden. Ich bin ein Mensch und du bist ein Dämon. Irgendwann mussten sich unsere Wege trennen. Das heißt aber nicht, dass du uns deswegen gleich wegsperren musst. Ich verstehe es nicht. Wir haben doch all die Jahre immer so gut zusammengearbeitet. Aber das Geld, was ich hierfür bekomme, hätten wir in 10 Jahren nicht zusammengekriegt. Oh, er hat dich verkauft. Hast du gehört, Kaela? Ich fürchte, er hat uns alle verkauft. Hättet ihr euch nicht eingemischt, wärt ihr jetzt nicht hier. Allerdings würde ich dann vermutlich auch weniger Geld bekommen. Freue dich daran, solange du noch kannst. Du bist nämlich schon so gut wie tot. Was das angeht, muss ich aber vor dir vorerst keine Angst haben, denn ich stehe auf der anderen Seite der Gitterstäbe. Man trifft sich im Leben immer zweimal. Als Mensch solltest du den Spruch eigentlich kennen. Kaela, eine Sache noch. Glaub mir, es fiel mir nicht leicht, aber ich konnte nicht ahnen, was für Feinde wir uns machen würden. Denen wären wir nicht gewachsen gewesen. Aber in der Zeit, die wir zusammen verbracht haben, habe ich gelernt, dass nicht alle Dämonen schreckliche Bestien sind und dass auch ihr Gründe für euer Handeln habt. Ich wollte nur, dass du das weißt. Kate? Was ein Arschloch. Dafür haben wir gelernt, dass man absolut keinen Menschen trauen sollte. Allerdings. Ihr seid alle nur geldgierige und verlogene Bastarde. Jejo, hör auf. Was? Er war dein Freund? Bist du gar nicht sauer? Er hätte das nicht einfach nur des Geldes wegen gemacht. Es muss einen anderen Grund dafür gegeben haben. Weiß nicht, oder will er uns vielleicht doch irgendwie helfen? Naja, man weiß es ja nicht. Also er schien ja auch nicht wirklich glücklich darüber gewesen zu sein. Das hättest du wohl gerne, aber er hat es doch selbst gesagt. Ist jetzt genau genommen auch egal, warum er es getan hat. Wir sollten vornehmlich überlegen, was wir jetzt tun. Um ihn können wir uns dann später kümmern. Und wie wir uns um ihn kümmern werden? Erstmal müssen wir allerdings rauskommen. Das Siegel blockiert unsere Magie, also können wir hier zumindest nicht einfach ja, nichts in die Luft sprengen. Das Gitter scheint auch erschreckend stabil zu sein. Werden sie uns einfach hier verrotten lassen? Das glaube ich nicht. Sie wissen bestimmt sehr genau, dass es durchaus gefährlich werden kann, ein paar Dämonen im Keller zu halten. Sie werden uns bestimmt so bald wie möglich loswerden wollen. Da fällt mir etwas ein. Ah. Da war eine winzige Öffnung. Ich hatte schon versucht, sie größer zu machen. Aber ich war zu erschöpft. Das sieht doch ganz gut aus. Wir sollten die Öffnung vergrößern und sehen, dass wir hier rauskommen, bevor sie hier hinkommen. Hier auf dem Magiesiegel sind wir diesen komischen Typen nämlich fast schutzlos ausgeliefert. Wenigstens konnten wir doch dich schon mal befreien, Kermo. Naja, noch sind wir nicht raus. Selbiges sollten wir jetzt aber ändern. Kermo gehört jetzt zur Gruppe. Cool, sind wir endlich mal ein reines Dämonenteam. Was kann der denn so? Oh, der Stufe 19 ist sehr angeschlagen, was auch sehr passt auf jeden Fall. Okay, Krallenschlag, Ausholschlag mit Krallen.
Okay, drei zufällige Feinde. Ah, okay, der hat so praktisch die gleichen Moves wie Kate dann auch, nur ein bisschen stärker noch. An Rüstung hat er... Ah, okay, jetzt haben wir auch unsere Rüstung wieder, zum Glück. Weil die hätte ich jetzt auch gerne wieder gehabt, nämlich. So. Dann, ja. Gaben wir erstmal. Oh, es hat geklappt. Ich speichere jetzt erstmal. Man weiß ja nie. Also ich wundere nämlich auch, dass noch kein Bosskampf kam. Da kommt bestimmt noch irgendwann mal was. Ah, und hier muss man mal heilen lassen. Ja, doch, hier muss doch sowas von nochmal was kommen. Na, da hat er neue Waren. Oh ja. Der scheint da einiges zu haben. Aber ich glaube langsam, wir brauchen das nicht so dringend. Apokalypsenbogen. Obwohl ich die beiden Items haben mit dem, wir haben ja eigentlich auch genug Geld. Mehr als genug. So. Naja, mal gucken, wie sich das hier noch weiter verläuft. Hier scheint die Wand etwas dünner zu sein. Hier könnten wir uns, so wie es aussieht, wieder durchgraben. Okay, und weiter. Ah, sind wieder hier. Aber wir sollten uns bald entscheiden, was wir mit ihnen machen. Ah, da sind die wieder, die vier. Die Priester vom Orden wissen vermutlich am besten, wie man sich solcher Dämonen ein für alle Mal entledigt. Außerdem zahlen sie ja auch noch ganz gut dafür. Ich halte immer noch nichts davon, diese Aufgabe anderen zu überlassen. Wenn die jetzt nicht mit denen fertig werden, dann haben wir das Problem. Wir sollten ihnen einfach so schnell wie möglich den Gar ausmachen. Wir haben ihnen Dämonen aber schon versprochen. Außerdem könnten wir das Geld gut gebrauchen, um unsere weitere Reise zu finanzieren. Wie lange wollen wir uns dabei... Ach, wie lange wollen wir uns das noch anhören, Meister Arion? Wir stehen direkt vor unserer Nase. Wir sollten es hier und jetzt beenden. Das sehe ich genauso. Vergesst dabei aber nicht, dass das anscheinend keine herkömmlichen Dämonen waren. So wie die, die wir tagtäglich besiegen. Eventuell sind sie vom Orden ihnen nicht gewachsen. Jetzt kriegen die aber was. Hi. Wie kommt ihr hierher? Wie konntet ihr aus der Zelle entkommen? Wie ihr schon richtig erkannt habt, sind wir keine herkömmlichen Dämonen. Und das ist auch der Grund, warum eure Reise hier und jetzt zu Ende sein wird. Shio bringt es wie immer auf den Punkt. Ihr habt den Tod zahlreicher Dämonen zu verantworten. Und dafür werden wir euch zur Rechenschaft ziehen. Diese Dämonen haben aber zahlreiche Menschen getötet. Lass gut sein, Alexis. Mit Dämonen kann man nicht diskutieren. Es gibt doch keinen Grund mehr zu diskutieren. Für euch ist die Geschichte hier vorbei. Hä? Ach so. Oh, dramatische Musik. Ich glaube nicht, dass wir uns dieses Mal leichter geschlagen geben werden. Die Welt gehört den Menschen und früher oder später werdet ihr von hier verschwinden. Vielleicht. Aber erst so lange nach den Menschen. War erst lange nach den Menschen. Ich würde jetzt mit Hellenfeuer die alle töten. Ne, ich mache es anders. Ich werde jetzt zuerst den Magier töten. Ich habe jetzt dazu gelernt. Dabei den Angriff erhöhen. Mit Hades Tornado ein bisschen Massenschaden machen. Und mit letzter Schlag nochmal auf den Magier. Die werden es auch bestimmt nicht so einfach sein wie beim letzten Mal. Okay, die haben jetzt schon ihre stärkeren Moves direkt von Anfang an, okay. Aber das können wir schon lange. Boah, dieser Schaden. Ja, doch, die haben schon von Anfang an ziemlich starke Attacken auch. Diese damals ja nur ziemlich gegen Ende eingesetzt haben. Und nochmal alle heilen lassen. Nochmal Hades Tornado und letzter Schlag gegen den Magier.
Stimmung. Oh, warum aus mir hier Shaiyu? Scheiße. Aber die halten auch bestimmt mehr aus. Ist das Gefühl. Wahrscheinlich wollte ich eigentlich den Magier angreifen. Naja. Okay. Werde ich jetzt erstmal Shaiyu heilen. Ich mache einfach nur mal einen Angriff. Alles Tornado und noch auf den Magier. Der muss nämlich unbedingt mal langsam sterben. Ich hoffe, die stirbt jetzt nicht noch zuvor. Das wäre echt ziemlich scheiße. Scheiße. Ja, Mann, ich sag mal scheiße, Mann. Ja, toll, das bringt das auch nichts mehr. Dann müssen wir die jetzt ja, komplett heilen. Kommen wir das Item hier für. Mein Name nichts mehr. Ach doch, hier Schattenpulver. Ist sie vor meiner Nase und ich sehe das nicht. Oh nein. Immer die wichtigsten zuerst. Aber... Oh, scheiße. Okay, nee, wir müssen jetzt erstmal beide heilen. Die Welt gehört den Menschen, dass ich nicht lache. Wie könnt ihr euch anmaßen, euch als Herrscher über die Welt aufzuspielen? Woher nehmt ihr euch das Recht, die Menschen von hier zu vertreiben? Wir verteidigen nur unseren Platz auf der Welt. Aber auch ganz kurz, dass so ein Zwischendialog auch mal kommt. Denk mal nach 5 Runden oder so. Ach nee, schon wieder zu Boden gegangen. Ich muss den Magier aus dem Weg räumen. Damit zumindest einer mal tot ist. Uns könnt ihr nicht besiegen, aber die Priester vom Orden wissen sich besser gegen Dämonen wie euch zu behaupten. Das werden wir sehen. So, und jetzt haben wir nämlich ja das hier benutzen, dass er alle heilt. So. Genau, Shaiyu ist ein so wichtiges Mitglied schon fast. So machen wir je nochmal etwas Schaden. Ja, okay, der ist tot. Nice. Damit wir als nächstes gerne den Rüstungsträger weg haben. Passt ja auch, dass wir ihn jetzt gerade angreifen. Obwohl, ne, ist es. Obwohl, ne, da so eine hohe Verteidigung, die machen wir doch lieber wieder als letztes. Stimmt, das ist ja noch besser. Dann greife ich jetzt den Held an, weil der nervt auch ziemlich. Ich glaube, der ist auch wieder gegen Schwert ja ziemlich anfällig. Der Schwertkämpfer ist jetzt nicht so extrem nervig. Aber der Held, unser Axtritter auf jeden Fall. Aber der Axtritter, der braucht so lange, bis er besiegt wird. Der Rüstungsträger, meine ich. Deswegen gucken wir uns dann erstmal um den. Und nebenbei schaden wir auch noch allen anderen mit. Ich würde ja gerne auch, ich mach das mal anders. Ich mach mal Todesmal, dann wieder heilen. Und jetzt werde ich mal... Ach nee, nee, umgekehrt. Nee, Angriff erhöhen. Dann ich jetzt mal hier so ein, so ein Pott mal wieder. Weil so können wir im Angriff erhöhen, sind nochmal stärker. Und können es noch in derselben Runde nochmal heilen. Das ist nicht zu spät. Oh ne, sehr gut. Oh, die rasten hier schon richtig aus. Das erkennt man schon richtig. Ja, aber jetzt können wir wieder
Ich mach mal wieder so. Das wird, natürlich werden wir gleich mal wieder viel MP und so mal wieder auffüllen müssen, aber der Kampf ist ja auch nicht leicht. Ja, der nächste könnte jetzt mal langsam down gehen. Wäre, würde ich mal sehr begrüßen. Egal, ich mach trotzdem noch weiter. Ja, doch. Danach werde ich dann erstmal wieder die MP heilen. Fatala Heat. Okay. Komm, da kannst du langsam auch mal down gehen, ne? Da ist er uns besiegt, wir werden immer wieder neue, es werden immer wieder neue Helden kommen. Und sobald die sich an meinen Dämon vergreifen, werden sie genauso sterben. Der auch immer wieder Kontrasprüche, das ist ziemlich geil. Okay, dann werde ich mal, ja, noch einen, so einen Saishi-Trank benutzen. Und nochmal. Oh, okay. Achso, das war jetzt nur ein ganz normaler Angriff. Nochmal Todesmal. Oder heilen. Obwohl, ich mach das anders. Ich werde jetzt mal wieder so ein Saishi-Pot erstmal benutzen. Obwohl, ach komm, die werden ja eine Runde schaffen, oder? Ne, ich mach's anders. Erstmal heilen. Hartes Tornado und Blitzer Schlag. Ach scheiße, jetzt habe ich das auf den falschen gemacht. Naja. Lass mal echt mal wieder langsam mal einer down gehen. Ja, schön. Ja, genau, wer sagt's denn? Dann ist jetzt der Schwertkämpfer. Schwertkämpfer. Und nochmal MP heilen. Jetzt soll ich wieder mit Schattensicheln einfach angreifen. Letzter Schlag. Sehr schön, dass es auch dann so beide trifft. Ah, der rastet mal wieder aus. Völlig. Aber ich bin ja auch hier schon völlig am Ausrasten mit meinen Attacken. Und ja, ich weiß hier jetzt gerade wieder den Part, aber ich will den Kampf noch zu Ende machen. Das scheint ja auch nicht mehr allzu lang zu gehen. Ach, das wird ja auch mal zweimal getroffen. Ja, und immer weiter. Denke ich mal, so in ein, zwei Runden wird dann noch der nächste dann down sein. Die können ja echt nicht mehr viel aushalten, die machen ja auch nicht mehr so viel Schaden. So, nochmal Todesmal. Okay, aber langsam haben wir echt nicht mehr viele MP. Müssen wir gleich mal eine Runde mal aussetzen und mal alles aufheilen. Oh, Hulkhaut, stimmt. Ach, nochmal, aus dem Grund will ich den lieber erst als letztes angreifen. Den Kampf könnt ihr vielleicht gewinnen. Der Krieg ist aber noch lange nicht entschieden. Ich führe diesen Krieg schon länger, als ihr denken könnt. Und letzten Endes werde ich ihn auch gewinnen. Ich glaube, wenn auch unsere Texte kommen, ich glaube, dann haben die auch nicht mehr viele KP, die jeweiligen. Was soll das nur so ein bisschen schon mal ankündigen, dass die jetzt nicht mehr viel aushalten eben. Und sehr schön, dass er sich gerade verteidigt, weil ich ihn eh nicht angreife.
manchmal was anderes. Wir haben ja noch diese... Genau, den werde ich jetzt mal benutzen. Für die drei jetzt erstmal. Weil die kriegen ja bestimmt wieder Schaden in der Runde und dann kann ich dann direkt dann heilen. Und trotzdem noch ein bisschen Schaden machen. Nice, der ist down. Okay, ich ist der letzte nur noch. Und da mache ich jetzt einfach meinen tollen Feuer. Int plus. Schatten sich hier trifft dann ja zweimal und jetzt Zerschlag. Das dürfte er nicht überleben. Obwohl er auch eine riesengroße Verteidigung hat. Egal, ich mach's einfach nochmal alles. Jetzt erhöhe ich mal noch den Angriff noch zusätzlich. Und jetzt Zerschlag. Ja, okay, der rastet jetzt zwar noch ein bisschen aus, aber der wird nicht mehr viel machen können. Eindeutig. Also ganz als Einzelner, der so viel Schaden abbekommt. Ja, da mal wieder heilen alle. Schattensicheln. Hä? Ne, Schattensicheln und so. Und gleich bestimmt, ja, das sind deine Message, habe ich mir schon gedacht. Eines Tages werden die Menschen die Welt wieder für sich zurückerobern. Eines Tages wird es keine Menschen mehr auf der Welt geben. Ja, komm, der kann jetzt nicht mehr viel haben, jetzt mache ich mal wieder langsam mal normale Attacken. Ja, komm, machen wir so. Der ist ausgeglichen. Solange der jetzt nicht irgendwie so Heilungsaktionen kommt oder sowas. Down. Nice. Okay, wir haben jetzt gewonnen, aber ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Das habe ich auch schon viel zu lange gemacht. Ich hoffe, ihr seid dann weiterhin dabei. Bis dann.